dass Steven und Margret wohl etwas übermotiviert waren und meinten, knapp 3 Stunden Stream umsetzen ist ein leichtes Ding für so eine Kartoffel wie mich, habe ich das Ganze in 2 Teile gepackt. Den Krieger als Video plus den Waffenbaum des Großschwertes gibt es in einem anderen Video. Hier geht es um den Rest des Streams und holla die Walfi, da war wieder einiges dabei. Nicht lang schnackeln und loslegen. Viel Spaß im Reiche von Ashes of Creation. Angefangen mit den Reminders ging Steven darauf ein, dass die Archetypen der Klassen nun immer fertiger werden. Nur mein Schurke, der fehlt halt einfach immer noch. Dann kam wieder eine Fanfrage, diesmal von Rive Genesis himself. Wir wissen, dass ein normaler Tod eine gewisse Strafe für uns bereithält, aber könnt ihr uns in der Hinsicht gewisse Zahlen nennen? Wie viel Prozent an Glitzer werden wir verlieren oder wie hoch wird der EP-Verlust sein? Wie viel Material lässt ein Spieler fallen oder wie lange bleibt der Sterbemalus? Wie lange wird es dauern, die XP-Schulden abzubauen? Laut Steven ist die Frage schwer zu beantworten, da wir Zeiten und Prozentwerte auch testen werden in der Alpha 2. Macht natürlich Sinn, da einfach vieles angepasst wird, wenn die Spielerzahl dazu ja eben da ist. Intrepid wird die besten Werte versuchen zu nehmen, damit wir in der Alpha 2 eine anständige Balance haben. Jetzt wird von 20 bis 30% geredet, was natürlich von eurem Inhalt abhängt und von der Art eurer Taschen. Vom XP-Verlust geht Steven von 3 bis 4% aus, aber wie gesagt, alles kann sich noch ändern. Der XP-Verlust kann prozentual aber auch vermindert werden durch zum Beispiel eine Wiederbelebung vom Kleriker. Zudem ist euer Level auch davon abhängig. Nach dem Beantworten der Frage ging Steven nochmal darauf ein, dass Ashes of Creation ein etwas anspruchsvolleres MMORPG werden wird. Sie wollen mit einem XP-Verlust die Leute nicht vom Leveln abstufen, aber sie sollen merken, dass sie sich etwas mehr reinhängen sollen und Teamarbeit einfach wichtig ist. Sie wollen die Angst vor Verlusten sichtbar machen. Dann kam mal wieder die Dev-Diskussion und die ging um den Zeitaufwand. Dieser ist natürlich wichtig, da wir eben Casual und Experten haben. Oder einfach Leute mit mehr Zeit und manche, die halt weniger Zeit haben. Ihr sollt eure Meinung abgeben und das könnt ihr auf allen Plattformen, wo Ashes vertreten ist. Das Vorwort ist getan und dann kam die Bombe. Der Kämpfer wurde vorgestellt, aber hey, Gerny hat dafür wie immer ein extra Video. Dazu kam noch der Großschwert-Waffenbaum, diesen findet ihr auch im Kämpfervideo. Was für uns heißt, wir springen ein ganzes Stück weiter und machen nach dem Waffenbaum weiter. Hier wurde nochmal auf den Fortschritt des Kampfsystems eingegangen und das schaut im Vergleich zu früher einfach wunderbar aus. Endlich mehr Trefferfeedback, Beinbewegung, Kombo-Animation, Fertigkeitsdesign und Mobilität wurde ausgebaut. Die Komboschläge bauen sich auch anders auf und sind nicht nur gleiche Schlaganimationen. Hier haben wir einen Wechsel aus Schlag-, Schnitt- und Strichanimation und können Effekte auslösen. Die Auslösrate bei den Effekten liegt bei aktuell 25%. Dies ist aber noch in Arbeit und könnte auch mit euren Stats agieren. Schau mal da. Es wird auch zerstörbare Häuschen und mehr geben. Natürlich geht Steven und seine Truppe wieder eine Quest nach, die wohl in die Festung Oak and Bane führen wird. In der Quest selbst bekommen wir wieder eine Art Handlungsbogen zur Geschichte der Riverlands, was ich persönlich als Story-Liebhaber sehr feiere. Storytechnisch waren die Einwohner der Riverlands im ständigen Kampf mit den stinkenden Goblins. Diese breiten sich wohl aus und versuchen, sich in der Nähe des Portals zu nisten, indem wir eben bei Beginn rauskommen. Was hilft dagegen? Klar, Goblin-Schnetzeln. Das ist übrigens eine Nebenquest, die uns hier etwas Story erzählt. Aber Nebenquest hin oder her, hier finde ich die Zahlen der Questaufgaben wichtig. Lasst uns mal bitte darauf eingehen. Liebe World of Warcraft Veteranen, die nun mein Video gerade anschauen und sicher ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen. Ihr kennt es ja noch, ihr nehmt eine Quest an und müsst auf einmal 30 davon sammeln oder 20 davon erledigen. Wenn ich New World so ansehe, sind die schon etwas anders entgegengekommen und da war des Öfteren der Zahlenbereich zwischen 5 und 15. Nun kommen wir zu Ashes, wo verlangt wird, dass wir auf einmal 20 Goblins erledigen. Eure Quest für heute, schreibt in die Kommentare, was so euer Zahlenbereich ist, den ihr für fair haltet und den ihr ja auch nicht zu übertrieben ansieht. Denkt daran, dass Feinde, die mit einer Sammelquest zusammenhängen, nicht immer gleich was fallen lassen. Ich meine, Gernys Quest heißt nicht Gernys Quest, wenn er keine Quest für euch hätte.
So, ab Richtung Festung und anfangen, Goblins zu erledigen. Hier ist es auch wieder sehr interessant, da wir einige verschiedene Klassen unter den Goblins haben. Diese Goblin mit den Riesen... was ist das? Ein Riesensäge, Zweihandschwert oder so, ist wohl der typische Hautrauf. Er ist auch größer als zum Beispiel die Kleinen, die mit Händen angreifen und wohl ab und zu in den Rage-Modus verfallen. Die Fernkämpfer werfen mit Steinen und als Magieunterstützung gibt es den Goblin-Schaman, der wohl mit Goblin-Kotze, ja, oder irgendwie sowas wirft. Während dem Geschnetzel ging sie noch auf eine Änderung vom Magier ein. Wie ihr wisst, ist er der Meister der Elemente und da dieser auch mit Kombination arbeitet, kann euer Finisher auf euer basiertes Element Zustände wie zum Beispiel Brennen und so weiter erhöhen. Natürlich möchte Ash es auch vermeiden, dass ihr euch dauerhaft auf Procs und den letzten Treffer versteift, um das Maximum rauszuholen. Deswegen wird dies auch prozentual festgehalten. Die Proc-Rate liegt derzeit bei 25%, kann sich aber natürlich alles noch ändern. Nun kommt der Dungeon Master wieder aus Steven, oder wohl eher der Lore Master. Er hat einen Brief gefunden, der wohl auch Lore enthält. Dieser wurde wohl vor dem Durchgang nach Sangdus geschrieben. Kurzfassung, Mama und Kind gingen durchs Portal. Baba bleibt in Vera, doch Kind hat schlechtes Gewissen und lässt seinen Spielzeugsoldaten gegen das Böse da. Kinder sind einfach so süß, nicht wahr? Aber der Brief hat wieder wohl eine Quest für uns, denn diesen Soldaten müssen wir nun sammeln und abgeben. So könnt ihr auch durch zum Beispiel Schriftstücke zusätzliche Quests finden. Nebenbei wurde erwähnt, dass ein weiterer PI-Test startet, um die Server bzw. Welten zu testen, auch im Thema Rendering und Netzwerk. Davon werden wohl noch einige nötig sein, bis Alpha 2 eben auf uns zukommt. Dass es nicht langweilig wird, kommen neben Goblins auch mal Wölfe auf uns zu und der Alpha-Wolf hat es ganz schön in sich. Dazu möchte ich nochmal darauf hinweisen, was uns die Hübschen looten. Genau, kein Gold, denn das werden wir nicht von Tieren in Vera bekommen. Glint und Crafting-Material und in Zukunft eben das, was wir für die Schriebe brauchen, um eben Gold, ja, daraus zu machen. Übrigens feiere ich das Wolf-Design ziemlich hart. Im Stream wurde hauptsächlich geschnetzelt und ja, es sah einfach gut aus. Auch hier wurde wieder darauf geachtet, gewisse Feinde wie zum Beispiel den Goblin-Schaman zu fokussieren und man merkte auch, dass die Kämpfe gar nicht, ja, so leicht sind. Für unsere Solo-Player wahrscheinlich nicht so schön, doch hier gilt einfach Teamarbeit. Auch Taktiken wurden ausgesprochen, wie zum Beispiel die Seitenwahl des Angriffs und vor allem wen schlaf oder freeze sich ein, damit wir erstmal unsere Ruhe von dem haben. Sehr cool. Neben Geschnetzel muss man eben auch mal die Atmosphäre beachten. Nicht nur, dass der Renkai-Org einfach mega bullig und gut in dieser Rüstung aussah, auch der leichte Nebel, Schatteneffekte und die Zerstörungseffekte waren einsame Spitze. Viele werden wahrscheinlich noch über die Überlagerung bzw. das Aussehen der Fertigkeiten schimpfen. Ich persönlich fand es aber im Gegensatz zum damaligen Stand sehr angenehm. Richtung Ende des Gameplays gingen die Entwickler nochmal auf die Community ein und dass wir eben einen Großteil des Spiels ausmachen. Wir sollen die Alpha 2 testen, sie geradezu leben und Fehler melden. Bis ja, zum geht nicht mehr. Am besten ihr kündigt eure Jobs, ja, und let's go 24/7 Ashes of Creation. Ach, wie mache ich das jetzt eigentlich? Da hat sich mal Schluss. Wir sollen Meinungen zu Gruppen, Grindspots geben und natürlich zu allgemeinen Sachen wie Kampfsystem und mehr. Aber bitte alles mit angenehmem Ton, denn wir spielen ja schließlich eine Alpha. Die Teile des Spielzeugsoldaten sind gesammelt und werden nun vereint. Papa lebt leider nicht mehr unter uns, also legen wir das Püppchen auf sein Grab. Schöne Quest. Nach jedem Gameplay kommen wie immer viele Fragen im Livestream-Chat auf und die gehen wir natürlich mal durch. Die erste Frage bezieht sich auf die Performance des Spiels. Das Team ist dran, die Performance zu stabilisieren und man muss bedenken, dass dort viel mit einspielt. Steven sagt selbst, dass zum Beispiel bewegende Haare oder ein bewegendes Obst am Baum mit einspielt. Dazu natürlich noch das Drumherum. Es werden Leistungsarbeiten für FPS und mehr durchgeführt. Es sind einige Verbesserungen schon da, aber sie sind halt noch lange nicht am Ende. Zudem wurde die Mindest- und empfohlene Anforderung für euren PC auch auf deren Website veröffentlicht, also schaut gerne mal nach. Nee, natürlich habe ich es für euch rausgesucht. Bitteschön. Diese gelten übrigens für Alpha 2. Wird sich der Battlecry-Schrei des Kämpfers je nach Rasse anders anhören? Ja, und nicht nur Battlecry wird je nach Rasse anders klingen, sondern auch die anderen Schreie und Beschwörungsformeln. Ändern sich die Fähigkeiten bei einer anderen Waffenwahl, Beispiel Whirlwind, wenn man einen Bogen statt Großschwert trägt? Es wird einen Fernkampf- und einen Nahkampfslot für eure Ausrüstung geben. Solltet ihr mit dem Bogen schießen und dann Whirlwind nutzen, wird man automatisch auf die Nahkampfwaffe switchen.
Wie viel Prozent der Kämpferfähigkeiten sind nicht solo- bzw. zielgebunden? Steven sagt 4 bis 5 Attacken sind Single Attack, der Rest eben AOE oder eben Selbstbuff. Wird es ein Maximum Stacks an Debuffs geben, die man auf Bosse legen kann? Es wird ein Maximum an Stacks geben. Natürlich wird ein Boss auch Immunitäten haben. Ihr könnt euch es etwa wie in Guild Wars 2 vorstellen. Wenn der Maximumstapel bei 20 liegt und alle zum Beispiel brennen auf den Boss hauen, bleibt es bei 20 stehen und tickt mit den stärksten Zahlen. Wie werden die Augmentierungen, also Sekundärklasse Tank in diesem Fall, helfen, dem Kämpfer Aggro halten zu lassen? Der Aggroaufbau bzw. Hauptaggroaufbau wird der Tank als Primärklasse behalten. Der Tank als Sekundärklasse wird euch ermöglichen, die Aggro mit aufrecht zu halten. Ein Tank als Primär wird sie euch wohl aber abnehmen können. Also ihr seid dann mehr so ein Off-Tank. Sekundärklassen sind aber ein heikles Thema und es wird viel Zeit kosten, alles anzupassen. Vielleicht ändert sich da noch was. Generiert sich Momentum mit eurer Aktivität? Ja, automatische Attacken und eben Fertigkeiten lassen euch Momentum generieren. Haben Range-Archetypen die Möglichkeit, Distanz zu Nahkampfklassen zu gewinnen? Es wird natürlich aktive Fertigkeiten geben, die euch Distanz gewinnen lassen. Allein beim Waldläufer haben wir ja schon gesehen, wie dieser umherhüpfen kann. Auch ein Magier kann zum Beispiel kurzzeitig porten. Zerstörbare Umgebungen wie die zum Beispiel gezeigten Häuser kommen wieder oder bleiben die weg? Nein, sie respawnen nach ca. 10 Minuten wieder. Die Umgebungszerstörung ist auch aktiv mit eingeplant. Allein im PvP könnt ihr diese nutzen, um euch kurzzeitig zu verstecken oder eben, ja, gestoppt zu werden. Können wir Namensschilder für Mobs einschalten? Ja, man kann Namensschilder einschalten. Steven hatte sie im Stream aber ausgeschaltet. Es wird einiges an Einstellungen geben, wofür andere MMORPGs oft externe Add-ons nutzen. Ist der Sound der Goblins ein Platzhalter oder hat Intrepid den Sound gemacht? Allgemein die Sounds, die vorhanden sind, kommen vom hauseigenen Audio-Team. Es wird auch Feindfraktionen mit eigenen Sprachen geben. Ich wollte mich ja schon immer mal als Synchronsprecher geben, deswegen habe ich ein bisschen Orgisch für euch. Intrepid, wenn ihr das hört, ich würde gerne bei euch arbeiten. Hat der Kämpfer waffenabhängige Attacken? Da man ja alle Waffen tragen kann, wird es sowas wohl nicht geben. Aber denkt immer daran, Nahkampfangriffe gehen nicht mit eurem Bogen. So, und nun mal ein kurzes Studio-Update. Es gibt viele offene Stellen bei Intrepid und da dürft ihr euch gerne bewerben, so wie ich als Synchronsprecher zum Beispiel. Wer möchte denn nicht bei Steven am Frühstückstisch sitzen oder mal wieder in seinem Dungeon & Dragon Abenteuer sterben? Egal ob Design, Engineering oder Produktion, es ist überall was offen. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut gerne mal auf der offiziellen Ashes of Creation Seite vorbei. Natürlich wird an der Alpha 2 gerade geschraubt wie verrückt. Dann wurde noch darüber gesprochen, wie Ashes herausstechen wird in diesem Genre und wie viel Arbeit ein MMORPG nun mal macht. Zudem, dass es personalmäßig aufwärts geht. Schluss aus, ab zu den Concept Arts, die wir ja so lieben. Letztens durften wir die Robe sehen und nun sehen wir die schwere Rüstung von Carfin. Schaut sehr gut aus meiner Meinung nach, der Helm ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Stab Zwergentime. Die Nilkühe haben was, oder? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Mittlerweile feiere ich sie richtig. Natürlich sind sie nicht so wie meine süßen Dünier. Ja, wird übrigens meine Main-Rasse. Zwergenspieler an die Macht. Nun ein paar Effekte und Concept Arts zu den Thorn Imperium. Habt ihr Gernis Videos überhaupt angeschaut, dann wisst ihr natürlich, was die Thoren sind. Ja, kurz zusammengefasst, die Thoren waren ein altes Imperium von Halbelfen, bevor König Arthrax der Böse den Untergang brachte und das Volk sich in Aelan, also Aelan oder Aelan, Menschen und Imperial Elfen spaltete. Diesen Speer, den wir hier sehen, ist wohl ein recht interessantes Alten-Artefakt. Mehr Einblick kommt anscheinend in, ja, den kommenden Monaten. So, alle Spinnhasser, bitte weiterskippen. Es wird haarig mit unseren Freunden hier und die haben wir schon oft genug als Gegner gesehen. Zum Schluss noch ein paar Aelan-Menschen-Konstrukte, eine Akademie, Straßen und mehr. So Leute, nun wieder die Q&A-Zusammenfassung, wie immer, und natürlich war einiges Wichtiges dabei.
wird es kurzzeitige, langfristige und Gruppenbuffs geben, die für bestimmte Archetypen gelten. Es wird langfristige Buffs geben. Steven erzählt, dass der längste gerade 30 Minuten andauert. Lange Buffs werden hauptsächlich über Buffwood kommen. Natürlich gibt es auch kurzzeitige Buffs durch Fertigkeiten und natürlich eben auch Gruppenbuffs. Wie hoch sind die Reparaturkosten für zerstörte Schiffe und deren Komponenten? Man kann wohl auch während der Schifffahrt reparieren, wenn Mats vorhanden sind. Ansonsten ist der Hafen wohl euer Freund. Genaue Zahlen werden nicht genannt, aber sollte dein Schiff komplett zerstört werden, soll es wohl etwas kostenspieliger werden. Wird die Tiefsee bzw. Meer- und der Wasserbereich mit den Einflussbereich der Küsten-Nodes mit einbezogen? Die Tiefsee wird mit einbezogen, ja, trägt aber nicht zur Küsten-Node bei, könnte sich aber noch ändern. Also wir reden wirklich von der Tiefsee, ne? Unter Wasser ist was anderes wie Tiefsee. Wie schaut es mit der Serverkultur aus? Können neue Spieler irgendwann sehen, ob dort mehr PvP oder auf einem anderen Server eben mehr PvE ist? Es wird keine PvE oder PvP Server geben. Ashes of Creation ist ein PvX Game. Bester Satz, wir wollen kein Spiel entwickeln, was wirklich jeder mag. Ja, typischer Steven Hau drauf Satz. Böse PvPler wird Einhalt geboten, aber Leute, findet euch endlich ab. Ashes of Creation wird sehr PvP-haltig werden. Und das war ein Gerni-Satz und kein Steven-Satz. Werden wir noch andere Biome außer den Riverlands sehen? Zu Alpha 2 werden uns ca. 7 Biome erwarten und das zu Start der Alpha wohlgemerkt. Ein neues Biom bedeutet aber nicht gleich eine neue Zone. Gezeigt wurden uns eben Riverlands, Wüstenbiom im Trailer, Dschungelbiom in Alpha 1, Tafelberge und Red Forest auf einem Bild. Da wird uns schon noch einiges erwarten. Wie werden Seeschlachten funktionieren, wenn euer Schiff blockiert bzw. kollidiert? Es wird versucht, realistische Bewegungen beizubehalten und natürlich können Schiffe auch kollidieren und sich gegenseitig wegschieben. Werden Questfortschritte bzw. Kommissionsfortschritte gruppenrelevant bleiben oder auch in einem Schlacht machbar sein. Es wird gruppenbezogene Quests geben. Auch habt ihr Anteil an einer Sache, wenn ihr einem Schlachtzug, ja, oder in einem Schlachtzug seid. Es wird auch extra Einstellungen geben, in denen ihr explizit alles einstellen könnt. Wenn wir eine Küsten-Node haben, sind wir dann nur noch mit Schiffbau beschäftigt. Küsten-Nodes sind nicht da, um Schiffe zu bauen, sondern die Häfen bauen und lassen Schiffe zu Wasser. Häfen sind eine Art Sehenswürdigkeit, die sich mit der Node ausbauen, die sind aber extra vorhanden und nicht in der Node. Wie schaut es mit dem Loot aus in einer Gruppe, die Quests erledigen? Das Erledigen eines Mobs in einer Gruppe wird jedem angerechnet. Der Loot wird natürlich nach euren Loot-Einstellungen der Gruppe aufgeteilt. Nicht jeder zieht aus dem gleichen Gegner eine Questbelohnung. Es kann sein, dass euer Freund bei Goblin A eine Questbelohnung bekommt, ihr aber erst bei Goblin C eine findet. Wie wird Blocken in aktiven Zaubern funktionieren? Aktives Blocken richtet sich wohl nach eurer physischen oder magischen Resistenz. Zauber wirken unterschiedlich, so können sie eben auch physisch oder magisch abwehren. So, zu guter Letzt. Benötigen wir mehrere Reittiere auf unsere Fertigkeitsleiste und bieten uns Reitfertigkeiten neue Taktiken? Damit ist natürlich mehrere Arten wie zum Beispiel Schwimm-, Reit- oder Gleitmounts gemeint. Man wird wohl mehrere Reittiere nutzen, allein wegen den Fertigkeiten. Es wird aber auch nicht möglich sein, dass wir alle Reittiere, die wir besitzen, mit uns tragen können und diese eben in einen Stall ablegen müssen. Aber das ist noch in Entwicklungsphase. Reittierfähigkeiten können auch für euer Überleben wichtig sein. Einige Reittiere werden eine Art Speed haben, die euch zur Flucht helfen, beziehungsweise haben Reittiere auch Stats. Kennt ihr den Kämpfer als Klasse schon? Nein? Dann schaut bei meinem Kämpfer-Video vorbei und bekommt noch mehr Lust auf Ashes of Creation. Das Video hat mal wieder einiges abverlangt und ich hoffe, dass die zwei nicht immer so lange Streams machen in Zukunft. Lasst gerne ein Abo da, um immer aktuell zu bleiben und vergesst eure Quest nicht. Ich bin raus für heute, Leute. Ich wünsche euch alles Gute. Bye, euer Gerni.